Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich weiß nicht, ob ihr das hier unten sehen könnt. Die kleinen Kaninchenbabys haben das Nest verlassen hier. Da sehen wir noch eins, wie es hier herumhüpft. Auch die hier haben das Nest sozusagen verlassen. Gestern habe ich das auch schon sehen dürfen, sage ich mal. Und da habe ich so das ein oder andere aufgenommen. Das hänge ich euch am Ende des Videos an. Wie die Kleinen auch tatsächlich, zumindest habe ich es jetzt zum ersten Mal gesehen, wie sie dort feste Nahrung zu sich genommen haben. Die Kleinen hier, seht ihr? Die sind schon unterwegs. Das heißt, eventuell Ende der Woche, vielleicht auch Anfang nächste Woche, ich muss mal schauen, da werden sie umziehen, einmal nach oben, sag ich mal, ne? In den oberen Bereich dort. Wir müssen mal schauen, wie wir das dann umprogrammieren können, ne? Dass hier auch genügend Platz für alle Kaninchen da ist. Eventuell muss ich tatsächlich auch noch mal ein Stallsystem konstruieren, hier auf eine elegante Art und Weise. Da haben wir sie, die Kleinen hier, die kleinen Racker. Da sind sie proaktiv unterwegs schon. Das Nest haben sie verlassen. Ich meine, sie haben gestern gut was gegessen, zumindest die oberen. Bei den unteren war ich mir nicht ganz so sicher. Aber das werden wir jetzt immer wieder sehen. Also das ist tatsächlich eine der sehr positiven Momente, ne? Da habt ihr kleine Kaninchenbabys und zack, kommen sie selbstständig aus dem Nest heraus, ne? Und fangen dann an schon zu essen. Das ist immer sehr nett, finde ich. Also eine sehr positive Geschichte, ne? So, sie hat hier alles rausgeholt hier, was rauszuholen ist aus diesem Bereich dort. Und nun sitzt sie hier und ist froh über den Saustall, den sie hier angerichtet hat. Dann haben wir hier unser Kaninchen, was keiner haben möchte sozusagen, ne? Auch das ist hier, sage ich mal. Da haben wir die weiße Häsin, die gute, frisch sauber gemacht hier ihren Stallbereich. Und nun lässt sie es sich einigermaßen gut gehen, sage ich mal. Und dann wollen wir mal schauen, was Nummer 3 hier so macht, der Gute, ne? Sei gegrüßt, mein Lieber. Der Gute Nummer 3 hier hatte die letzten Tage relativ viel zu tun. Die graue Häsin hat er befruchtet, zumindest hoffe ich es so, ne? Es hat dreimal sehr gut funktioniert, dreimal ist da hinten umgekippt. Die haben gut miteinander zusammengearbeitet, sage ich mal. Sie hier war auch bei ihnen zweimal. Einmal hat das funktioniert, einmal ist er umgekippt. Danach hat es irgendwie nicht mehr geklappt hier bei den beiden. Und den zweiten Tag, wo ich sie reingepackt habe, auch da hat das dann nicht funktioniert. Also wir werden jetzt im Prinzip in 2 Wochen nochmal die Damen zu ihm hier packen. Sie hier wollte gar nicht, sage ich mal. Wollen wir mal schauen, die zwei hier, den habe ich heute noch nicht sauber gemacht, aber ich habe hier einmal um die Ecke geguckt, das lag normalerweise alles an. Und seht euch das mal an hier, da ist echt viel Dreck. Also wenn ich das Ding hier umbaue, was ja jetzt bald in der Planung ist, dann müssen auf jeden Fall die ein oder anderen Geschichten hier nochmal berücksichtigt werden. Denn das war jetzt ein bisschen suboptimal, wie ich das Ding hier gebaut habe. Also von der Konstruktion her finde ich ganz gut. Aber halt so das ein oder andere, da muss tatsächlich noch so ein bisschen eine leichte Verbesserung an den Tag gelegt werden. So, die graue Häsin hier, sie wühlt in ihrem Bereich hier herum. Da wühlt sie ein bisschen, hier wühlt sie ein bisschen. Das Herumwühlen, das ist doch immer, zumindest in den letzten, bei den letzten Malen, ein gutes Zeichen gewesen. Mal schauen, ob sie schwanger ist. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was da für kleine Babys rauskommen. Nummer 3 produziert ja doch immer relativ hübsche Kaninchen, ne? Und mal schauen, wie es dann letztendlich bei ihr aussehen wird, ne? In Verbindung mit Nummer 3. So, kommen wir mal hier zu ihm hier. Das ist der blaue Wiener. Mir ist aufgefallen, gestern schon beim Füttern. Was ist hier los? Irgendein Kaninchen randaliert hier so ein bisschen. Mir ist hier aufgefallen, dass er hier fast noch gar nichts gegessen hat. Ne? Also normalerweise hauen die Kaninchen hier alles weg. Aber er ist hier irgendwie auf Sparflamme, weil guckt euch mal an, das Trockenfutter wurde gar nicht angefasst. Karotte hat er, das ist noch von gestern, hat er so ein bisschen da übrig gelassen. Und sonst, was ich hier noch reingepackt habe, das ist ein bisschen Apfel.
Dann hatte ich von Emine, da nochmal einen ganz herzlichen Dank, hatte ich so ein bisschen Grünzeugs und Karotten und so etwas bekommen. Und auch das hat er hier alles gar nicht angefasst. Also ich hoffe nicht, dass er sich jetzt hier ein abhungern wird, ne? Denn Kaninchen, die wählerisch sind, das habe ich nicht so oft hier, ne? Normalerweise essen meine einfach alles, was da ist, ne? Und schnell. Und er hier scheint ein bisschen anders zu sein. Nun müssen wir mal gucken, ne? Den kriegen wir auch noch mal umerzogen, sage ich mal, dass er hier auch alles isst. Da haben wir unsere Mutter-Tochter-Gruppe hier, ne? Den Stall habe ich heute auch hier sauber gemacht, damit das hier wieder schön frisch ist. Seid gegrüßt, ihr Kleinen hier. Sehr schön. Und dann gucken wir mal hier unten. Gestern war ja dieses Havanna-Kaninchen doch ein Stück weit sonderbar, sage ich mal. Ist jetzt so ein bisschen den Kopf hängen lassen. Und da sind ja wieder, ich sag mal, die ein oder andere Vermutung, schlimmste Szenario und sowas. Ich wage hier noch kein Urteil abzugeben, sage ich mal, denn wir müssen das mal so ein bisschen beobachten. Aber normal scheint es nicht zu sein. Ne? Ihr seht, der Kopf wackelt immer hin und her hier. Wäre natürlich schade, wenn sie wegfällt. Ne? Ich hätte schon ganz gerne mit ihr eine Runde gestartet, einmal geguckt hier, was da so für Möglichkeiten bestehen. Aber manchmal ist es, wie es ist. Ne? Gut, gut. Dann kommen wir mal zu den hier, zu den anderen zwei hier. Sie hier ist ein relativ guter Esser, also sie haut hier alles weg. Gut, jetzt sind hier zwei übrig geblieben, ne? Aber hier war auch gestern alles. Ich hatte denen alles hier reingepackt. Von vorgestern bis heute haben sie im Prinzip alles bekommen. Ein bisschen Kohl, weil ich nicht weiß, ob sie auf Kohl schon dressiert sind. Haben sie so ein bisschen zum Anfüttern bekommen. Karotten, jetzt schon zwei Portionen und so weiter und so fort. Also die volle Nummer sozusagen. Und sie hier ist relativ gut. Die gute hier ist auch gut handzahm hier. Der Fuß steht so ein bisschen komisch. Na, täuscht noch. Also die Runden, die sie hier gestern gedreht hat, ne, die sahen doch schon sehr waghalsig aus hier. Mal gucken. Ich hoffe, dass sie sich mal so ein bisschen hier klimatisieren wird, ankommen wird, ne? Ein bisschen beruhigen wird, das als ihre neue Bleibe quasi akzeptieren wird, ne? So, da habe ich hier noch gar nichts umgebaut, weil hier musste auch nichts hin. Hier wird eine blaue Wiener Familie einziehen und dann nochmal wahrscheinlich nach da oben oder sowas. Aber das habe ich final noch nicht entschieden. Die zwei kommen raus und ich mache das da auseinander, sodass da noch etwas hinkommt. Mal gucken. Eigentlich müsste ich jetzt mal relativ schnell den neuen Stallbereich konstruieren. Ne? Ist ja eigentlich auch schnell gemacht. Da muss man sich einfach mal Zeit nehmen, ne? Und das dann machen. Und dann wäre das auch ein bisschen entspannter. Denn das wäre tatsächlich, wenn ich das da hinten baue, der Geburtsbereich, sage ich mal. Ne? Da werden 6 Stähle hingezimmert, a 2 Meter mal 60 oder 70 Zentimeter in der Tiefe. Ne? Und da wird dann der Bereich sein, wo die Muttis ihre Kinder bekommen und der erste Monat, wo sie sich mit denen dann auch aufhalten werden. Ne? Und so, wenn mal alle Stränge reißen, sage ich mal, dann könnte man auch mal, wenn eine Mutti nicht so viele Kinder hat, also wie da unten jetzt 2 oder 3, dann könnten sie auch im Prinzip die ganze Zeit, wo sie bei der Mutti sind, dort auch Gemeinschaft haben. Ne? Da muss man sich hier nicht mal umstülpen, sage ich mal, weil dort in den unteren Bereich ist es doch ein bisschen komplizierter. Aber nun gut, das sind wieder Pläne, die müssen erstmal umgesetzt werden. Sie hier ist auch nicht so gut. Guckt euch das mal an hier. Trockenfutter hat sie so gut wie gar nicht gegessen. Das ist jetzt der Rest von vorgestern und gestern. Ein bisschen Karotte hat sie noch gegessen. Also die essen, gerade die blauen Wiener, sehr viel weniger als alle anderen Kaninchen hier. Mal gucken, ob das vielleicht noch so ein bisschen der Schock der neuen Umgebung ist oder sowas. Müssen wir mal schauen, ne? Wir müssen das mal so ein bisschen im Auge behalten. Die hat hier irgendwie so ein Bart, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob da nur das Fell raushängt oder sowas, aber es sieht so aus, als wenn sie so einen kleinen Bart hat hier.
Muss ich mal beobachten, mal gucken, ob das nur loses Fell ist, was dort dann wegzunehmen ist. Aber dafür müsste ich sie dann einmal einfangen, ne? Und ich lasse die jetzt erstmal ankommen hier. Gut, ich denke, wir sind jetzt mal wieder an den Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.